Wir haben eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses beantragt, weil im Moment in der Türkei schlimme Dinge passieren. Nach dem zum Glück gescheiterten Militärputsch versucht Präsident Erdogan so eine Art Gegenputsch. Er schafft die Demokratie ab, es gibt Lynchjustiz auf den Straßen und er schaut dabei zu. Er kündigt Säuberungen bei Polizei, Justiz und in der öffentlichen Verwaltung an. Und nun wird sogar noch die Wiedereinführung der Todesstrafe erwogen. Das alles passt nicht zu einem Beitrittsprozess dieses Landes zur Europäischen Union. Das muss ausgesetzt werden. Und wir wollen auch, dass die Soldatinnen und Soldaten aus Incirlik zurück nach Deutschland geholt werden. Sonst wird unser Land, sonst wird die Bundeswehr in dieses Chaos hineingezogen. Darüber wollen wir gerne mit den Kollegen im Auswärtigen Ausschuss sprechen. Und deshalb wollen wir diese Sitzung.